ist die Fahrradsaison jetzt wieder in vollem Gange. In Kelmis auch. Dort fand an diesem Wochenende ein Wettbewerb statt, nämlich um den Euregio Mountainbike Cup. Und vom Kelmisser Heidkopf berichtet Michael Roll. Einrollen zum zweiten Mountainbike-Rennen um den Euregio Cup in dieser Saison. Aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden sind die Teilnehmer angereist. Die Stärksten haben Anrecht auf eine Startposition in der ersten Reihe. U23 Landesmeister Damien Bienens aus Juprel, der vor 3 Wochen in Olpen gewann, ist einer der Favoriten. Gemeinsam mit einigen Elitefahrern aus Flandern und den Niederlanden. Der St. Vitter Guy Pütters diesmal nicht dabei, der Preis für den besten Regionalfahrer somit nicht im Voraus vergeben. 40 Kilometer durch den Kelmisser Wald sind heute zu absolvieren. Bewusst haben die Organisatoren sich für einen schnellen Parcours entschieden. Das erste Rennen in Olpen war sehr, sehr starkes Rennen mit vielen Steigungen an der Talsperre. Und dann bauen wir das so ein, das ist wieder ein schnelleres Rennen. Dann haben wir das nächste Rennen in St. Vitter, das ist wieder technischer. Man muss in einem Challenge, muss man allerhand bieten. Die Rechnung geht auf. Es gibt einen rasanten Start von 134 Fahrern. Das ist ein neuer Teilnahmerekord. Sicherlich auch, weil die Strecke in Kelmis technisch nicht ganz so anspruchsvoll ist wie bei anderen Rennen in der Region. Dafür ist das Tempo hier dann auch deutlich höher. Über 8 Kilometer führt die Hügelstrecke, die von den Besten 5-mal zu befahren ist. Zu denen, die einen guten Start erwischen, gehört Christian Miesen von den Eifelbikern aus Büttchenbach. Er hat Pech und fällt weit zurück. In der zweiten Runde, in der Abfahrt nach dem langen Anstieg, habe ich einen Stein mit dem Hinterrad getroffen. Ist sofort durchgeschlagen, dann muss ich einen Schlauch tauschen und das hat ca. 5-6 Minuten gekostet. 2 Fahrer vom Coratec-Team St. Vith kämpfen um die Position des besten Ostbelgiers. Mit der Startnummer 173 Michael Hilgers aus Andler. Ihm auf den Fersen Christian Lux, Startnummer 206. Doch Christian Lux muss seinen Teamgefährten ziehen lassen. Seine Saisonplanung ist ohnehin nicht auf dieses Rennen um den Euregio Cup ausgerichtet. Im August möchte ich gerne in Österreich in Ischgl Ironbike unter den ersten 40 beenden und im September den Vulkanbike, den 3-Tages-Rennen, da möchte ich auch ein gutes Resultat machen. Auf den breiten Forstwegen im Kelmisser Wald fühlt sich Michael Hilgers auch als Straßenfahrer fast in seinem Element. Er gewinnt den internen Kampf um die Position des besten Ostbelgiers, wird 29. der Gesamtwertung. Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, weil ich dachte, Christian Lux wäre stärker. Ich war gestern mich noch ein Rennen gefahren, da hatte ich deswegen gedacht, ich hätte heute schwere Beine, aber es lief einigermaßen. Noch spannender verläuft der Kampf der Elitefahrer. Ein Schnitt von knapp 30 Stundenkilometern wird hier gebolzt. Beim Weltcuprennen in Francorchamps waren es gerade einmal 17 km/h. Die Strecke in Kelmis also super schnell. Bei stets wechselnder Führung gehört Landesmeister Damien Bienens, Startnummer 180, permanent zur Spitzengruppe und hält seine Konkurrenten im Auge. Stark auch im blau-weißen Trikot Nico Bergmanns aus der Provinz Antwerpen und im rot-blauen Dress Jori Massach aus Peppingen in Flämisch-Brabant. Diese beiden machen den Sieg unter sich aus, weil Damien Bienens mit Reifendefekt die Segel streichen musste. Gewinner des Mountainbike-Rennens von Kelmis wird der 23-jährige Jori Massach. Auf den letzten Anstiegen war er spritziger als sein 36-jähriger Konkurrent. Im Ziel hat Massach 5 Sekunden Vorsprung auf Nico Bergmanns. Schnellste Frau ist Gita Mikiels aus Hoboken. Auf ihrem, wie sie sagt, Lieblingsparcours gewinnt die 22-jährige Studentin, die schon bald Mountainbike-Profi werden möchte, das Rennen in Kelmis zum 3. Mal. Wir sind zurück auf dem Fußballgelände des KFC Weiwerts.